Mag ich ganz gerne. So, Puppe. Alles in Ordnung? Hab nicht viel bekommen. Der Upload wurde unterbrochen. Mist. Ich wusste es. Okay. Dann muss ich wohl selbst da rein. Bist du verrückt? Selbst wenn du da reinkommst, hilft es uns nicht. Es ist verschlüsselt. Was erwartest du von mir? Damien hat Nikki. Soll ich ihm sagen, behalt sie ruhig? Natürlich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber er spielt mit dir. Ja, ich werde es ihm nicht geben, bevor ich nicht weiß, was es ist. Man kann Damien nicht trauen. Das weiß ich. Also gut. Lass uns eins nach dem anderen angehen. Okay? Wenn ich die Infos beschaffe, kannst du sie entschlüsseln? Nein, das ist zu hoch für mich. Und wer dann? Was ist mit diesem Verrückten? Tobias, der hat doch hier gearbeitet. Okay, das wäre ein Anfang. Okay, aber wir müssen diskret sein. Ich weiß, wie man diskret ist. Seid lieb. Sorry. Okay. Okay. Wow. Wow. Raymond Kenny. Das ist unser Mann. Er war ein Software-Ingenieur und am Start von CTOS beteiligt. Von ihm ist die Verschlüsselung. Der Autor hat bestimmt eine Backdoor. Er kann's entschlüsseln? Kenny ist verdammt gut. Dieser Raum ist bestimmt von ihm. Er ist genial. Nein, er ist eine Legende. Und Legenden sind nicht einfach zu finden. Er ist untergetaucht. Über ein Jahr hat man nichts von ihm gehört. Oh, irgendwo muss er ja sein. Okay. Jeder hat seine Online-Geschichte. Da fangen wir an. Wir suchen seinen letzten Aufenthaltsort und sehen weiter. Er ist seit einem Jahr weg. Da gibt es noch eine Spur. Da. Er hat seine Spuren sehr gut verwischt. Aber er ist mehrmals durch einen Standort gebounced. Wir verfolgen es zurück und finden den Ort? Theoretisch ja. Du musst den Ort erreichen und mich mit dem Computer verbinden. Dann starte ich die Suche aus dem Bunker. Und wir haben Ken. Erreichen Sie die Position von Kennys letztem Signal. Ja. Hoffentlich treffen wir Ray wieder. Ray war toll. Ich mochte Ray. Viel mehr als hier Aiden. Boah, mir fällt gerade auf, dass der den gleichen Namen hat. Ach nein, hat er nicht. Der heißt Adrian. Ich dachte gerade so wie mein Spacko in Black Mirror 2 und 3. Wo ich jetzt erfahren habe, dass es im November einen vierten Teil gibt, der aber unabhängig sein soll von den ersten drei Teilen und man den auch so spielen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich den spiele. So richtig Bock habe ich ehrlich gesagt nicht. Warte, muss ich nicht hier irgendwo? Nein, muss ich nicht. Gut. Übrigens zu dem Urheberrechtszeug. Es ist nicht so, dass ich, Wenn wir Kenny aufspüren, musst du vorsichtig sein. Er ist ein sehr gefährlicher Mann. Gefährlich, ja? Und seine Geschichte? Er ist ein Bloom-Whistleblower. Oder ein Cyberterrorist. Je nachdem, wen man fragt. Er übermittelte seine Nachricht mit einem Stromausfall im Staat New York. Ich erinnere mich. 2003. Nicht nur New York, das war fast der ganze Nordosten. Es kam auch ein paar ums Leben. Er tötete 11 Menschen. Sie nannten es einen Softwarefehler. Und was war seine Nachricht? Kenny versuchte, alle zu warnen. Er traute niemandem bei Bloom intern. Aber ich glaube nicht, dass er mit Toten rechnete. Jetzt versteckt er sich. Und wir sind dabei, ihn zu finden. Dein Zielort ist der Endpunkt von Raymonds letztem Signal. Und Hacker verstecken ihre Standorte, indem sie ihre Pakete durch Botnets routen. Ja, ist ein guter Trick, habe ich schon mal gemacht. Wahrscheinlich leitet er sein Signal um den halben Globus. Wenn das Signal in China oder sonst wo in der Welt endet, haben wir ein Problem. Nein, er ist hier. Egal, ob er untergetaucht ist. Kenny hat für Bloom gearbeitet. Und irgendetwas sagt mir, dass er in der Nähe bleiben wird.
Vielleicht. Aber wenn er sich in Chicago aufhält, warum war es so ruhig um ihn? Er ist nicht der Typ, der abwartet und Tee trinkt. Er hat Menschen auf dem Gewissen. Ist sicher ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ein guter Grund, unterzutauchen. Es geht mir nicht darum, dass es dann monetarisiert wird und dann Werbung geschaltet wird. Sollte Werbung schalten. Kann ich nicht verändern. Und außerdem, ganz ehrlich, wenn die damit ihr Geld verdienen, sollen die damit ihr Geld verdienen. Habe ich nichts gegen. Wo ich ein Problem habe, ist, dass ich dann teilweise monetarisieren die das nicht oder ist es aus einem mir unbekannten Grund nicht möglich. Und dementsprechend sperren die das Video. Und darauf habe ich halt keine Lust, weil ich kriege es nicht so rausgeschnitten. Aiden, es könnte ein Problem geben. Ich empfange eine Menge Gerede über Raymond Kenny. Das ist seltsam. Ich dachte, der wäre ein Jahr nicht aufgetaucht. Wir haben wohl jemanden alarmiert, als ich Raymond Signal entdeckte. Na, dann werden wir also erwartet. Okay. Das ist das Einzige, was ich nicht will, dass die Videos gesperrt werden und ich dann vielleicht nicht wieder so hinkriege, dass ich sie tontechnisch so bearbeite, um das, weil teilweise sind die Passagen sehr lang. Dass ich halt nicht mehr mitbekomme, ich habe den Faden verloren. Mal wieder. Also, dass ich es nicht hinbekomme, dass es nicht mehr gesperrt ist. Das wäre scheiße. Und da habe ich keine Lust drauf. Wie lange dauert das noch? Die schicken jemand raus. Ein Techniker, schätze ich. Ich glaube, die wollen was von den Computern. So ein lahmer Auftrag. Sehen die Sitten bei der Bezahlung rum. Okay, schauen wir mal, mit wem wir es zu tun haben. Hier war doch seit Monaten niemand. Bleibt in Bewegung. Ich sehe bisher nur einen. Da ist ein zweiter. Den kann ich auch sprengen. Also ist mit der hier oben. Da bin ich. Hier ist niemand, ja. Was ist das, Jim? Besitzt versteckte Kamera, ja. Seht euch um! Achtung! Da ist einer, der Verstärkung rufen kann. Was zu mitnehmen? Nein. Nicht zu sehen, ich gehe weiter. Da ist der, der Verstärkung rufen kann. Okay, jetzt sind sie wieder alle draußen.
ich kann nicht nur ablenken. Ich muss auf alle Fälle den da ausschalten. Alles sauber. Ich gehe da lang. Nichts. Ich suche woanders weiter. Hier irgendwas, was wir sprengen können. Alarm. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Hier ist nichts. Ich gehe weiter. Alles sauber. Ich gehe da lang. Alles sauber. Ich gehe da lang. Hier ist nichts. Ich suche woanders weiter. Mister, ich kann Verstärkung rufen, ist weg. Alles sauber. Ich gehe da lang. Nichts zu sehen, ich gehe weiter. Hier ist nichts, ich suche woanders weiter. Hier ist nichts zu sehen, ich gehe weiter. Oh. Augen auf. Los, sucht ihn. Mach ich. Oh! Hilfe, wir haben Verletzte. Nein, du hast Tote, mein Schatz, Tote. Scheiße, jemand ist an uns dran. Machen wir lieber schnell. Wonach suche ich? Verbinde mich mit dem Computer. Ich starte dann die Suche aus dem Bunker. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Wow. Sehr oldschool. Kein Wunder, dass die Cops den Club nicht klein kriegen. Clara, er ist online. Ich hasse Granaten. Ich hasse Granaten. Ich hasse sie einfach. So, Moment, anders hinsetzen. Clara, er ist online.